Ja, mal wieder was von meinem BMW. So sehen meine Rückleuchten aus. Ja, die geht noch, aber die andere ist ja richtig fertig. Jetzt habe ich die mal ausgebaut. Na, kommt schon richtig Wasser entgegen. Man kann sehen, hier vorne ist ein richtiger Spalt, wo das Wasser reingekommen ist. Und da wir so einen regnerischen Winter hatten, ist das bei mir alles reingelaufen. Also richtig, das sieht richtig schlimm aus. Jetzt kommt das mega ekelhafte. Boah, richtiger Schleim. Die Scheibe ließ sich auf jeden Fall recht gut lösen. Ich mache das erstmal sauber. Auf jeden Fall schon mal deutlich sauber aus. Bloß hier hat es schon ein bisschen was von diesem ja verchromt, verspiegelt, schon weggefressen. Da oben auch. Ja, ich werde jetzt Sekundenkleber dafür nehmen, weil habe ich bei der anderen Seite auch gemacht. Die ist mal von alleine abgefallen. Das ist halt Bombe. Es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Auch die inneren Rückleuchten, das ist eine Katastrophe mit den Dingern. Wie kann das sein? Die andere Seite sieht genauso aus. Schön hier aufgespalten. Was ich schon vor Jahren mit diesen Rückleuchten hatte, dieser Kontakt hier, da sieht man, der ist so ein bisschen angeschmort. Da hat auf jeden Fall Kontaktfehler gehabt. Ist warm geworden, ist ein bisschen weiter weggekommen, es wurde immer schlimmer. Hat den Bordcomputer irgendwie Fehlermeldungen gehabt, Bremslicht, bla bla, tralala. So, und dann habe ich das gesehen. Ich habe mir nur eine Abhilfe geschaffen, ich habe die Kontakte hier weiter auseinander gebogen. Seitdem ist Ruhe und ich würde auf jeden Fall sowas mal bei sich nachkontrollieren, ob da nicht auch irgendwie so eine Scheiße ist. Schon fast zu neu.